Bittere Nachricht für Kevin Trapp. Der Nationaltorhüter wird Eintracht Frankfurt für den Rest der Hinrunde fehlen. Der 29-Jährige zog sich beim Sieg bei Union Berlin einen Anriss der Rotatorenmanschette in der linken Schulter zu und muss operiert werden. Trapp war in der Schlussphase des Spiels mit Makoto Hasebe zusammengeprallt und auf die Schulter gefallen. Für ihn wird in den kommenden Wochen Ersatzkeeper Frederik Rönno zwischen den Pfosten stehen.